Pass auf, der Koffer! Bei der Ankunft des Transporters gab es eine Überraschung. Das Gemälde war nicht mehr da. Der Wert des Bildes wird auf mehrere Millionen geschätzt. Wie konnte das so gut bewachte Bild plötzlich verschwinden und nicht im Museum in München ankommen? Gleich mal die Elfi anrufen. Elfi, guten Morgen, ich bin's, die Miriam. Du hast es gerade im Radio gehört. Aber ihr vom Raubdezernat, was glaubst du, was die Münchner für Fragen stellen werden? Ja, wünscht da ganz starke Nerven. Für dich, servus. Morgen, Frau Stockel. Morgen. Gibt's schon Stress? Haben Sie das nicht im Radio gehört, dass Sie in München ein ganz teures Bild geklaut haben? Nee, was geht uns das an? Ja, uns nix. Aber die Elfi vom Raubdezernat. Ach, die Elfi. Mein. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Was? Ein Zwerg? Wir sind vielleicht nicht vom Fundamt, gell? Geben Sie mir bitte die Adresse. Moment. Hat der mir einfach aufgelegt? Wer hat aufgelegt? Ja, der gerade angerufen hat. Ja, wer hat denn angerufen? Der den Zwerg gefunden hat. Frau Stockel! Ach so, es gab eine Leiche in einem Koffer, bitteschön. Ist ja mal was ganz Neues. Ein Handy mit Prepaid-Karte. Keine einzige Nummer gespeichert. Ja. 7 ausgehende, 2 eingehende Anrufe. Immer die gleiche Nummer. Schauen wir mal. Hallo? Mit wem spreche ich bitte? Aufgeklickt. Na, den haben wir schnell. Die, das war der Frau. Stefan? Was sind das eigentlich für komische Streben hier? Keine Ahnung. Und das? Ah! Der Koffer geht von innen auf. Da ist er her. Was ist das für eine seltsame Konstruktion? Was weiß ich? Eine Halterung. Hm? Gerhard? Ja? Nehmt euch mal den Koffer vor, ja? Der Herr Gabelsberger, da hinten, der Wanderer, der hat gesehen, dass der Koffer runtergeworfen wurde. Das da oben ist die Straße nach Steinkirchen. Und Gerhard? Ja, bei der Arbeit. Schön. Wenn ihr damit fertig seid, dann noch die Spuren hier in der Böschung, ja? Ja, Mari. Du, Corbinian? Ja? Ist die Marie heute im Rathaus? Schätze schon. So fluchtartig, wie die heute Morgen den Hof verlassen hat. Warum? Weißt du, was sie für Musik mag? Wieso? Naja, ich hab mir gedacht, dass ich sie auf ein Konzert einlade. Die Marie mit dir auf ein Konzert? Toll, weiter gehört. Ich bin wirklich gespannt auf die Obduktion. Weder während meines Studiums noch im Krankenhaus hatte ich Gelegenheit, Menschen mit Chondroplasie zu untersuchen. Bitte? Minderwuchs. Ach so, ja, da geht's Ihnen wie mir. Allerdings würde mir schon reichen, wenn ich weiß, woran der Mann gestorben ist. Es ist ein wenig seltsam, aber dieser Mensch scheint erfroren zu sein. Er lag in einem Koffer, nicht in der Tiefkühltruhe. Aber sehen Sie, im Bereich der Knie haben sich Frosterythieme gebildet. Blau-rot glänzende Hautverfärbung. Und an Nase, Ohren und den Fingerkuppen haben sich Kältegangräne gebildet. Warum war dann sein Hemd aufgerissen? Und ich meine, in dem Koffer war eine Jacke, eine Wolldecke, das hätte er doch benutzt, oder? Solches widersinnige Verhalten bezeichnet man als Kälteidiotie. Störungen mit paradoxem Wärmeempfinden. Man liest doch ab und zu von Menschen, die völlig nackt im Schnee gefunden werden. Und wann ist er Ihrer Meinung nach gestorben? Oh, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Da muss ich einen Spezialisten hinzuziehen. Solange ich nicht weiß, wie lange der Körper gefroren war, solange kann ich auch nichts über den Todeszeitpunkt sagen. Frau Stockel, ich suche einen Zirkus, der hier irgendwo in der Gegend gastiert. Der Tote muss doch noch lange nicht beim Zirkus gewesen sein, nur weil er so klar ist. Aber Basketballspieler war er bestimmt keiner. Also bitte, sind so gut und machen Sie schlau, ja? Und, was sagt unsere schöne Frau Doktor? Diesmal ist es ziemlich speziell. Ja, weil er so klar ist. Nein, nicht weil er kleinwüchsig ist, Frau Stockler, sondern weil er erfroren ist. Da ist er her. Wegen der Nummer von dem Handy. Der Anschluss geht auf eine gewisse, Moment, Lilia Stern. Die wohnt in Bötzow. Bötzow?
Ja, genau. Das ist bei Berlin. Sie ist eine Zirkusdirektorin, mein Lieber. Also doch, Frau Stockel. Zirkus. Ja, rufen Sie trotzdem mal alle Kühlhäuser im Landkreis an, ob da irgendein Kleinwüchsiger arbeitet oder vermisst wird. Wir müssen irgendwie rauskriegen, wie er erfroren ist. Ja, und was soll ich bitte schon als erstes machen? Sonst erzählst du mir doch einmal, was für ein Feuer du seid. Auf geht's. Und du weißt ganz genau, dass ich dir über laufende Ermittlungen nichts erzählen kann. Also gut. Gut. Wer ist Zengi, ich hab dich schneller raus, als du das ausdrücken hast. Ich hab da meine Kontakte. Silvi oder was? Ja? Du, ich hab versucht, dich zu erreichen. Hör mal, mir ist irgendwie nicht nach Essen zumute. Können wir das verschieben? Lili Budana? Okay. Aha. Ich bin noch hier bei Joe, warum? Hallo? Ja, bis bald. Dank dir. Ciao. Ist einfach aufgelegt. Was hast du denn jetzt wieder falsch gemacht? Wieso, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe nur gesagt, mir ist nicht nach Essen zumute und ich bin noch hier. Das ist die Wahrheit. Du lernst das nie, oder? Was? Ja, es gibt eine Wahrheit und eine Wahrheit. Und beide sind grundverschieden. Hätte ich jetzt lügen sollen, oder was? Nein. Aber das ist wie bei den Autos zum Beispiel. Der eine Motor ist getuned, der andere nicht. Beides sind die gleichen Autos. Und aber auch wieder nicht. Verstehst? Hm. Übrigens, weiß ich jetzt, an was für ein Feuer ihr dran seid. Na gut, wenn du schon alles weißt, dann kannst du uns bestimmt auch sagen, ob Moment ein Zirkus in der Nähe ist. Ach so? Kannst du ruhig sagen, wenn du lieber allein sein willst? Oder wenn ich irgendwas falsch gemacht habe? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Schon okay, ich kenne so Tage. Ich dachte nur, wenn ich schon mal hier bin, dann können wir auch was zusammen trinken, wenn schon nicht essen. Okay. Siehst du's? Da kannst du noch was lernen. Guten Tag. Tag. Mein Name ist Lind, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege, der Herr Hofer. Grüß Gott. Können Sie uns sagen, wo wir die Frau Stern finden? Was wollen Sie von der Chefin? Das würden wir Sie gern selbst fragen. Der Wohnwagen nach. Okay. Sagen Sie mal, die Leute vom Zirkus hier, kommen da noch mehr oder sind das schon alle? Ja, wir sind ein kleiner Zirkus. Die meisten kommen erst kurz, bevor es losgeht. Und Sie sind? Sabo, Gabor, Artist. Danke. Ja, das ist Michi, Micke Opitz. Ist der? Ja, Frau Stern, es tut uns sehr, sehr leid, aber der Herr Opitz ist leider tot. Was ist geschehen? Das wissen wir noch nicht, der Leichnam wird gerade untersucht. Ich wollte heute Morgen mit Micky die Änderungen an unserer Nummer mit den Pferden einstudieren. Ich bin zu ihm rüber. Sein Bett war unberührt. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Gestern früh. Er wollte nach München zum rumänischen Konsulat seinen Pass verlängern lassen. Wie ist er nach München gekommen? Mit dem Zug. Ich habe ihn um 6:30 zum Bahnhof gebracht. Wissen Sie, mit welchem Zug er gefahren ist? Ja, keine Ahnung. Könnten Sie uns vielleicht seinen Wohnwagen zeigen? Ich kümmere mich mal um den Herrn da, gell? Ja, ist gut. Hofer, Kripo Rosenheim. Es geht um Micky Opitz. Micky? Ja. Was hat er jetzt wieder angestellt? Angestellt hat er nichts. Tot ist er. Er ist. Aber es ging ihm doch gerade wieder besser. Was ist denn passiert? Ging es ihm denn schlecht? Na ja, er sollte rausfliegen. Also die Stern sagte, dass sie ihn bald entlassen muss. Nur mal mit ihm wären eine Zurschaustellung von Behinderten. Und plötzlich ging es ihm wieder besser? Ja, die letzten 3-4 Tage war er echt super drauf. Als ob er beim Lotto gewonnen hätte. Ja, danke. Also, ich muss wieder. Und wie ist Ihr Name? Radek. Karl Radek. Mhm. Bleiben Sie in der Nähe, gell? Wir haben bestimmt noch jede Menge Fragen.
Wo soll ich schon hin? Warte mal, was ich gerade gefunden habe. Sein Pass gültig bis 2011. Sehr schön. Frau Stern, schauen Sie mal, 2011. Warum erzählt ihr mir dann, dass er ihn verlängern muss? Haben Sie sich gar nicht gewundert, als Herr Opitz nicht zurückgekommen ist? Das ist nichts Ungewöhnliches. Bevor der Stress der Vorstellungen losgeht, da kommt es schon mal öfter vor, dass er eine oder andere zwei, drei Tage abtaucht. Aha. Gut, wir müssen den Wagen versiegeln, bis die Spurensicherung da ist. Frau Stern, die Leiche muss noch identifiziert werden. Ich mach das. Wann? Jetzt gleich, wenn Sie wollen. Sie könnten mit uns mitfahren. Danke, ich hole nur meine Tasche. Herrschaft, belegt. Die Stocklist bloß nicht mehr am Telefonieren. Ja, ich erreiche sie auch nicht. Ich kann mal nachprüfen, ob jemand den Opitz am Bahnhof gesehen hat. Ja, ich habe eine Idee. Na, und bis zum Schluss blim. Okay, jetzt musst du schon wieder aufhören. Ja, rufst später nochmal an. Für dich, servus. Was ist bis zum Schluss blieben? Die Natalie war gestern mit der Resi im Times Square. Und da haben die beobachtet, dass der Herr Lind mit der Frau Ortmann bis zum Schluss blieben ist. Und dann sind sie zusammen rausgegangen. Ja und? Was na und? Ja, das heißt doch nichts, der Lind ist ein Gentleman. Ja, und was ist, wenn er heute auf dem Zahnfleisch daherkommt, wenn er reinkommt? Wer kommt auf dem Zahnfleisch daher? Meine Tante Rosi. Herr Lind, Herr 80er, was kann ich für Sie tun? Ja, wo sind Sie denn überhaupt, unsere Herren Kommissare? Circus Romano, beim Ermitteln. Guten Tag, Doktor. Ja, Frau Dr. Kermers verschafft uns die Ehre. Guten Tag. Der Herr Hofer hat mich gebeten, ihn auszurichten, dass der Herr Mohr mit der Spurensicherung bitte so schnell wie möglich zum Zirkus kommen soll. Ja. Gut, Dankeschön. Und dann bittet er Sie, Zeugen am Bahnhof für den Toten zu finden. Ja, mache ich. Ja, und warum sagt das der Herr Hofer, der Frau Stockel nicht selbst? Am Telefon zum Beispiel? Ja, da gibt's wohl Verbindungsstörungen. Ah, ja, Frau Stockel. Dann sagen Sie doch bitte schön Ihrer Tante Rosi, sie möge die Verbindung nicht noch öfter stören. Ja, ich richt's aus. Jetzt habe ich die schnell Rosi genannt. Hätten Sie vielleicht noch ein bisschen Zeit für mich? Ich habe nur ein paar Fragen. Gut, die Kollegin wird Sie begleiten. Bringen Sie die Dame in mein Büro. Sie muss ihn ja sehr gemocht haben. Na ja, wenn man jahrelang zusammenarbeitet. Was hat denn die Obduktion ergeben? Na, mit dem Spezialisten für Kältetod werde ich erst heute Nachmittag sprechen. Also müssen Sie sich mit dem Todeszeitpunkt auch noch etwas gedulden. Aha. Aber die Sache wird noch viel rätselhafter. Ich habe Zellschäden durch Übersäuerung und Wasseransammlung festgestellt. Frau Doktor, bitte. Sauerstoffmangel. Der Mann ist erstickt. Ist erfroren und erstickt. So ein Phänomen findet man vor allem bei Höhenbergsteigern. Höhenbergsteiger? So hohe Berge gibt's hier nicht. Wie kommt der denn so hoch? Flugzeug. Kann das sein, dass er in einem Flugzeug gestorben ist? Vielleicht im Frachtraum ohne Druckausgleich? Ups, hoppala. Ach, Herr Lind. Die von der KTU haben den Koffer von dem Kleinwüchsigen in ihr Büro gestellt und die Frau Stern wartet quasi neben dem Koffer. Danke, Frau Stockel. Bitte. Ach, bevor ich es vergesse, rufen Sie bitte mal in München beim rumänischen Konsulat an und fragen Sie, ob da ein gewisser Mihail oder Miki Opitz gestern bei denen war. Ja, das mache ich. Herr Lind, und zwar, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es gibt bei uns so Gerüchte und ich bin schon gefragt worden, ob ich was weiß.
Das hat doch bestimmt noch Zeit. Hm? Die Frau Stern wartet. Ja, schon, aber... Haben Sie schon was im Bahnhof erreicht? Ja, so schnell bin ich auch wieder nicht. Ja, sagt mir nix. Ja, Frau Stern, schön, dass Sie gewartet haben. Danke. Kein Problem, gerne. Aber sagen Sie, Herr Lind, warum haben Sie denn meinen Koffer hier? Ihren Koffer? Ja, der hat einem Zauberer gehört, der noch bei meinem Vater gearbeitet hat. Man kann ihn von innen öffnen. Ja, dann können Sie mir sicherlich sagen, was es mit diesem Gestell auf sich hat. Also das Gestell? Na, das gab's früher nicht. Sicher? Ja, ich bin als Kind oft in diesen Koffer rein und wieder rausgezaubert worden. Ewigkeit her. Aber warum haben Sie ihn hier? Der Herr Opitz ist darin tot aufgefunden worden. Das ist schrecklich. Ja, Moor? Ah, Herr Lind. Ja, ja, ist recht. Ja, ich kümmere mich drum. Gut, Ende. Das war der Lind. Wir sollen den Material-LKW untersuchen. Da war dieser Koffer drin, der verstaut. Das mach ich. Ja. Ja. Warte mal. Bitte. Sparbüchel. Mhm. Da ist er hier. Unser Herr Opitz. 21.400 Euro. Das ist ja toll. Na ja, das langt nicht lang, wenn du keine Arbeit mehr hast. Außerdem hat der 15 Jahre gebraucht, um das einzuzahlen. Ich wäre froh, wenn ihr es seht. Maxi! Ja. Du. Danke, gell? Bitte, Herr. Herr Lind? Ja, was gibt's? Also, am Bahnhof, da wo der Kleine rausgelassen worden ist, da war das praktisch so, dass der weder da geblieben ist, noch in den Zug eingestiegen ist. Das hat nämlich der Kioskbesitzer, der Dings, der, ach, Namen kennen Sie ja eh nicht, der hat nämlich beobachtet, dass der Kleinwüchsige in einen Kleinbus eingestiegen ist. Das Kennzeichen? Leider unbekannt. Sind Sie schon beim Konsulat weitergekommen? Auf Rückruf. Super. Ist noch was? Sie schauen irgendwie so erschöpft und übermüdet aus. Ist gestern Abend recht lang geworden im Times Square. Nein, ich war eigentlich nur kurz beim Essen. Aha. Hier, das ist unser Materialwagen. Aha. Und fehlt was? Keine Ahnung, Sie sehen ja selbst. Für diesen alten Zauberkoffer würde mich interessieren. Ja, so einen haben wir. Der müsste ganz hinten sein. Koffer ist weg! Kein Wunder. Da haben wir auch den toten Mickey Opitz drin gefunden. In dem Koffer? Ja, Schatz, oder? Wo waren Sie gestern? Ich war hier. Wir haben aufgebaut. Und danach habe ich mich hingelegt. Wer aus Ihnen und Frau Stern hat noch Zugang zu dem Wagen? Jeder. Jeder, der was braucht, kriegt den Schlüssel. Und zu klauen gibt's ja nicht viel. Außer einen alten Koffer, um einen Toten zu entsorgen. Der lebt! Frau Stockel? Herr Lind? Ich hab's. Bei 3 Flügen gab's sowas wie unseren Koffer. Und zwar Glasgow, Salzburg, Toronto, München und Bratislava, München. Und alle haben einen Druckausgleich im Frachtraum gehabt. Na toll. Haha. Jetzt passen Sie mal auf. Die Maschine aus Bratislava hat einen Defekt gehabt. Deswegen ist die auch später gekommen. Und da hab ich mal nachgehakt. Der Druckausgleich im Frachtraum war hinüber. Aha. Dann brauchen wir nur noch die Frachtpapiere der Maschine und die konkreten Flugzeiten. Soll ich das jetzt auch noch machen? Ich sag dafür Herrn Hofer Bescheid, ja? Außerdem bin ich so erschöpft und übermüdet. Ja, danke, Herr Lind. Also, für Wortbespieler, Servus. Also, pass auf. Der Herr Opitz ist mit ziemlicher Sicherheit im Frachtraum eines Flugzeuges erfroren. Und zwar in der letzten Maschine von Bratislava nach München. Der war ja in dem Picasso-Flieger gewesen. Was? Ach, Herrschaft. Da gehst du jetzt nicht mehr ins Handy. Das war nur die Marie, die mir wieder auf die Nerven gehen will, dass ich Stalldienst habe heute. Was ist mit dem Flieger? Da kriegst du gar nichts mehr mit. Da ist ein Purtel verschwunden von Picasso. Und zwar direkt in der letzten Maschine zwischen Bratislava und München. Im selben Flieger mit Opitz? Ja. Ja? Frau Ortmann, was kann ich für Sie tun? Nichts, danke. Ich wollte nur zu Christian und wollte nicht in irgendwas hineinplatzen. Sie dürfen doch da bestimmt hineinplatzen. Danke. Kann ich einen Kaffee? Selbstverständlich, Kaffee. Seien Sie recht müde? Ein bisschen, Frau Stockel. Hey.
Herr Sabo, mein Kollege hat mir erzählt, dass Sie an dem Tag, an dem der Micky verschwunden ist, erst sehr spät nachts zurückgekehrt sind. Ja, gegen 11:30. Ich war surfen am Gardasee, das mache ich öfters im Jahr. Dafür habe ich auch meinen Bus. Das ist nicht ein bisschen ungewöhnlich für jemanden, der die ganze Zeit mit dem Zirkus unterwegs ist? Wieso denn? So was wie ein Ausgleichssport finde ich. Gibt's Zeugen? Ja, natürlich. Das Hunderte von Surfern. Aber eigentlich gibt's da nur Vornamen. Essensrechnungen, Tankquittungen, Hotelbelege? Ich sag ja, ich war mit dem Bus unterwegs, da gehe ich doch nicht in ein Hotel. Aber essen war ich. Vielleicht habe ich noch eine Rechnung. Gucken. Gut wär's. Ja, noch was. Weiß man schon, wie Micky gestorben ist? Wir haben eine Spur. Danke, Herr Sammer. Also Ihre Firma hat also den Transport durchgeführt. Was Sie selbst sogar. Aha. Dann bräuchten wir Sie hier. Am besten gleich. Und wenn Sie bitte noch die Kopien der Transportunterlagen mitbringen könnten, ja? Aha, ins Polizeipräsidium Rosenheim, ganz genau. Ja, vielen Dank, Herr Obermeier. Ja, wiederhören. Das war übrigens der Mitarbeiter von dem Transportunternehmen, die den Koffer in München abgeholt haben. Ja, dann hat der den toten Herrn Opitz im Auto gehabt. Wenn unsere Vermutung stimmt, ja. Übrigens, der Picasso, der im Münchner Flughafen verschwunden ist. War im gleichen Flugzeug wie der Opitz. Woher wissen Sie das? Der Herr Mohr ist sehr gut informiert. Aha. Naja, jedenfalls könnte es doch sein, dass unser Opfer gleichzeitig auch der Dieb des Picasso war. Ich meine, das würde erklären, warum er im Frachtraum war. Er könnte das Bild dort gestohlen haben, in seinen Koffer gepackt. Genau. Deshalb war auch diese Stelle im Koffer. Aber ob er wegen des Bildes umgebracht worden ist? Das glaube ich eher nicht. Der Streit unter Kollegen, das passt nicht wirklich. Der hätte ich dann eher ohne Koffer entsorgt. Übrigens, Herr Hofer, Ihre Schwester hat gerade bei mir angerufen, weil Sie gehen ja nicht mehr ans Telefon. Sie sind heute dran mit dem Stahl, soll ich ausrichten? Ja, ich weiß schon. Herr Gerhard, ich bin's. Du möchtest doch so gerne mit meiner Schwester ins Konzert gehen. Gott, Frau Hofer. Frau Hofer, der Herr Hofer hat gesagt, ich soll hierher kommen, um ihn ein bisschen zur Hand zu gehen. Danke. Kommen Sie bitte. Sehr. Danke. Das ist mein Kollege, Hauptkommissar Hofer. Grüß Gott. Grüß Gott, aber mal, nehmen Sie bitte Platz. Ja. Schön, dass Sie gleich gekommen sind. Sie haben also den Transport des Picasso übernommen. Ich habe ihn ausgeliefert, ja. Ist Ihnen da was Ungewöhnliches aufgefallen? Irgendwelche Transportstücke oder so? Nein, nichts Besonderes. Außer dem Theater mit dem Bild halt, ja. Wie ist dort der Transport abgelaufen? Ach, das ist einfach. Ich habe die Sendung am Flughafen in München in Empfang genommen und ins Museum gefahren. Eine Frau Doktor und so ein Sicherheitstyp vom Museum, die sind mitgefahren. Die haben die Kiste mit dem Bild nicht einmal aus den Augen lassen. Die Frau Doktor war sogar im Flugzeug mit dabei. Die Piloten haben erzählt, dass die am liebsten in den Frachtraum gestiegen wäre. Sie können sich vorstellen, was bei der los war, als die Kiste leer war. Ja, das können wir uns vorstellen. Sagen Sie, bei dem Flugzeug, in dem der Picasso transportiert wurde, war der Druckausgleich für den Frachtraum kaputt. Wussten Sie das? Ja, das spielt keine Rolle. Bei Kunsttransporten benutzen wir Klimakisten. In denen bleiben Temperatur und Luftfeuchtigkeit immer konstant. Sie verstehen meinen Kollegen falsch. Ich frage nicht mit dem Picasso, ich frage mit dem Dini. Oh, was ist mit dem passiert? Aber verstehen tue ich das jetzt nicht ganz. Frau Ortmann. Ja, Frau Stockel? Entschuldigen Sie bitte, aber es ist zum Aus der Haut fahren. Was denn? Die Informationspolitik bei uns im Haus, die hakt an allen Ecken und Enden. Es geht nichts weiter. Frau
Frau Stockel, was meinen Sie denn genau? Also wenn das vertraulich ist, können Sie auch gerne später bei mir im Büro vorbeikommen, ja? Später. Die Maschine hatte schon einen Druckausgleich im Frachtraum, aber der war hinüber, haben Sie uns mitgeteilt. Technische Probleme. Zuerst hat es geheißen, dass eine andere Maschine kommt und dann wieder nicht. Und ich hock da die ganze Zeit in meinem Auto am Terminal in München und warte auf den Flieger. Und? Ist er dann gekommen? Ach, das hat noch ewig gedauert. Erst haben sie mich heimgeschickt und dann in aller Herrgottsfrühe wieder auszitiert. Es ist beschlossen worden, dass das wurscht ist, wenn der Frachtraum keinen Druckausgleich hat. Und dann sind sie mit in der Nacht gestartet. Wie werden solche Kunsttransporte eigentlich gesichert? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Betriebsgeheimnis. Bei uns geht es um hohe Werte. Das ist ja schön, aber auch völlig egal. Bei uns geht es hier um Mord, um Menschenleben. Und da ist so ein Bild ziemlich unwichtig. Also gut, es läuft folgendermaßen. Das Gemälde wird luftdicht in eine Spezialplastikfolie verpackt, wird dann in eine Halterung eingepasst und kommt dann in die Transportkiste. Ich dachte eigentlich eher an die Sicherung gegen Diebstahl. Ja, wer soll denn die Kiste während eines Fluges klauen? Und selbst wenn, wie soll das Bild dann aus dem Flieger kommen? Ja? Frau Stockel, kommen Sie doch rein. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Kann ich Ihnen was anbieten? Wasser vielleicht? Keks? Danke. Frau Ortmann, es geht um die Gerüchte. Gerüchte? Ja, mich interessiert ja das eigentlich überhaupt nicht. Ich möchte nur mit den Gerüchten aufräumen. Es geht um meinen Abend mit Herrn Lind, richtig? Ja. Und warum glauben Sie, sollte ich Ihnen davon erzählen? Wir haben da einen Koffer gefunden. In diesem Koffer ist eine Halterung, in die der Picasso auf den Millimeter genau reinpasst. Aha. Und da ist dann auch der Mickey Opitz drin liegen. Und der liegt jetzt in der Pathologie auf dem Tisch, erfroren und erstickt. Und was habe ich damit zu tun? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn der Koffer in Ihrem LKW war, dann sind Sie nämlich der Letzte, der diesen Koffer hatte. Ja, na und? Der Mickey Opitz wurde in diesem Koffer in das Flugzeug gebracht. Im Frachtraum steigt er aus, klaut den Picasso und verstaut ihn in der Halterung. Niemand hat was bemerkt. Da muss er sich nur noch ausliefern lassen und da kommen Sie ins Spiel. Ich glaube, ihr spinnt. Ja. Entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte einen von den beiden Kommissare. Welchen hätten Sie denn gern? Der Herr Lind steht gerade so günstig. Das habe ich mir den. Herr Lind, das ist ein ganz unbeschriebenes Bladel. Nix, nicht einmal Pünktchen in Flensburg. Tja, danke. Das kann doch nicht meine Schuld sein, wenn da irgendwer irgendwas in einen Koffer steckt. Ich habe Brotzeit draußen. Wenn's was wollt, wer gut arbeitet, muss auch gut essen. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Was wollt mein Bruder Erna für die Arbeit zahlen? Okay. Ich mach das auch so. Und warum? Können Sie sich das nicht denken? Hoppala. Ich glaube, da muss ich mal was richtig stellen. Also, Sie haben den Picasso am Flughafen abgeholt und zusammen mit der Dame im Museum abgeliefert. Was war mit der übrigen Fracht? Das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Passen Sie auf, das ganze Zeug aus dem Flieger wurde am Flughafen in unsere Lieferwagen verteilt und dann gleich zugestellt. Gleich zugestellt, einfach so zusammen mit dem Picasso. Auf das Bild hat ja noch die Frau vom Museum aufgepasst. Und Sie bitte schön, hätte man ihn denn sonst ins Museum bringen sollen? Wie viel Fracht hatten Sie außer dem Bild? Weiß ich nicht mehr genau. Steht das nicht in den Frachtpapieren? Wohin wurde der Koffer geliefert? Darf ich mal? Na, freilich. Danke. Da, in der Nikolaus-Lenau-Straße, zum Praxenthaler. Das ist eine Maschinenbaufirma. Weltweit sind die tätig, gute Kunden. Ja. Und die kriegen einen alten Koffer geliefert und Sie finden das völlig normal?
Was, wer, wie zugeschickt bekommt, das beurteile ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Da müssen Sie schon an die Praxenthaler wenden. Kommt es öfters vor, dass so ein komischer alter Koffer verschickt wird? Ah. Oh, vorhin haben Sie noch gemeint, das seien alles ganz normale Transportstücke gewesen. So, und jetzt reicht's mir. Wie lange soll das Ganze hier noch gehen? Wir sitzen schon die halbe Nacht. Wollt ihr mich jetzt einsperren, weil ich meinen Job gemacht hab? Dann macht's das. Sonst würde ich jetzt gerne nach Hause und ins Bett. Halten Sie sich zu unserer Verfügung. Danke. Abend. Gute Nacht. Sind wir eigentlich ganz gut abhalten? Reicht noch nicht aus, was wir haben. Nein. Guten Morgen, liebe Marie. Morgen. Du bist mir total leid, wie gestern Abend, aber wir haben den Hauptverdächtigen verhört. Das hat Ewigkeit gedauert. Wo ist denn mein Frühstück? Weißt schon, hab gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Wie hat sich denn der Gerhard gemacht? Angenehm. Ach ja, der Gerhard hat außerdem nur die kaputte Dachrinne repariert. Weißt du, wo wir den Kostenvoranschlag hatten, vor 350 Euro? Er hat es uns für 160 gemacht. Ja, und dann noch die 60 Euro für die Arbeit im Stall. Habe ich dabei ausgelegt, krieg's jetzt von dir. Aber die hat doch gesagt, die will kein Geld dafür. Weil du gewusst hast, dass der auf mich steht, hast du ihn angestiftet. Der hat gemeint, hier ist eine gemeine Wiesen, verstehst du? So kommst du mir nicht aus. Ich hätte wirklich aber müssen. Mir wurscht, du zahlst und es gibt ein Frühstück, du zahlst nicht und es gibt keins. Lang nimmer. Und zu dieser Pressung ist moralisch wertvoller. Bei der 20er. Moment, bitte schön. Danke. Herr Hofer, was machen Sie schon da? Hat Sie Ihre Schwester so einfach gelassen? Warum soll ich die nicht gelassen? Ja, ich meine wegen der Stallgeschichte gestern. Was wissen Sie da schon wieder drüber? Glaubst du das? Meine Schwester ist auch alte Ratschen. Übrigens hat ein Herr Sabo angerufen. Er hat gefragt, ob er vorbeikommen kann. Ich habe jetzt einfach mal ja gesagt. Das ist ein sehr reizender Mann. Ja, aber stockhässlich. Guten Morgen, Herr 80er. Guten Morgen. Herr Hofer, ich habe jetzt gerade mit München telefoniert. Also weder beim Museum noch bei der Versicherung ist bislang eine Geldforderung eingegangen. Also so wie es ausschaut, keine Erpressung zur Herausgabe des Bildes. Na, den Dieben wird der Schock über ihren toten Komplizen in die Knochen stecken. Mag sein, ja. Wie schaut's aus? Der Koffer hier soll zu einer Firma Praxenthaler in Rosenheim geliefert worden sein. Wir sind ziemlich sicher, dass der Tod unseres Kleinwüchsigen was mit diesem Picasso-Diebstahl zu tun hat. Deswegen wollten wir die Firma noch mal kontaktieren. Ja, sehr gut, machen Sie das. Also wenn es uns gelingt, dass wir neben unserem Fall auch noch diesen Picasso-Diebstahl aufklären, dann müssen wir uns nicht verstecken vor den Münchner. Also in diesem Sinne, meine Herren. Ich sage Ihnen, irgendwann geht er noch in die Politik. Michi! Ja, wo sind Sie schon wieder? Ja, was wird sein? Wir haben was für dich. Du bist ja nicht nur zum Kaffee trinken da. Sie fahren bitte mal zur Firma Praxenthaler in Rosenheim und schauen, wer diese Frachtbriefe hier unterschrieben hat. Jawohl. Darf ich noch vorher austrinken? Michi, du bist bei der Polizei. Du darfst auch beim Fahren trinken. Oder? Die Tasse bleibt da. Und die Tür geht zu. Und schau nicht so müde, du hast Vorbildfunktion. Entschuldigung, rufen mich Frau Stockel. Die Tür, bitte schön. Danke. Mein Name ist Gabo Sabo. Grüß Gott, Herr Sabo. Ja, ich sag dann den Kommissaren gleich Bescheid, gell? Moment dann. Wollen Sie einen Kaffee? Sehr gerne. Wollen Sie sich setzen? Danke. Schwarz und süß, bitte. Ja. Vielen Dank. Ich sag dann Bescheid. Von wegen hässlich. Der Herr Sabo wartet da drüben. Dann bringen Sie ihn halt rüber, den Schönling. Ja. Herr Sabo, bitte. Vielen Dank. War sehr lecker. Danke. Guten Morgen, die Herren Kommissare. Morgen. Grüß Gott. Haben Sie den Mörder von Niki schon gefunden? Wir sind dabei. Was haben Sie für uns? Ich hab die Quittung. Hier, bitte. Schön, nehmen Sie bitte schon Platz.
Restaurant Il Molino, Limone sul Garda. 24,60 Euro sogar das Datum, stimmt. Mhm. Die kochen spitzenmäßig. Jedes Mal, wenn ich am Gardasee bin, gehe ich dahin. Haben Sie überhaupt schon einen Anhaltspunkt, wer den Niki auf dem Gewissen haben könnte? Ja. Sagen Sie den Kassenbon, haben Sie nicht mehr. Sie wissen doch, wie die Italiener sind. Die Steuer zu bescheißen ist für den Volkssport. Wissen Sie, das ist ja schön, dass Sie sich hierher bemüht haben, aber so eine handgeschriebene Rechnung ist leider kein Alibi. Theoretisch kann das Datum wieder selber eintragen. Herr Hofer, was wollen Sie mir da unterstellen? Ich will Ihnen gar nichts unterstellen, aber die Tatsache bleibt bestehen, dass das leider kein Alibi ist. Aber trotzdem, vielen Dank. Bitte. Ach ja, Herr Szabo, eine Frage hätte ich noch ganz privater Natur. Ihr Bus, der gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, ich lege mir auch seinen zu. Aber wir haben jetzt erkundigt, der ist ja sauteuer. Ich habe den finanziert. Ich habe eine günstige Finanzierung bekommen. Die Raten sind da nicht recht hoch. Ach, alles machbar. Super. Ja, ich überlege mir das vielleicht, frage ich Sie dann nochmal wegen der Finanzierung. Danke. Wiedersehen. Bitte schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank. Danke auch. Tja, theoretisch könnte er den Koffer in Bratislava aufgegeben haben. Und praktisch passt der Koffer sehr gut rein in den Bus. Ja, und sein Alibi. Naja. Ja, und mit dem Geld aus dem Coup kann er das Auto gut bezahlen, ganz ohne Finanzierung. Natürlich bleib ich dran. Glaubst du, ich glaub alles? Herr Stockel. Momental. Das ist eine Rechnung von Herrn Szabo. Ich rufe dich gleich zurück. Für diese aus. Er behauptet, dass er öfter da gegessen hat. Rufen Sie doch bitte mal an und fragen Sie, ob das auch am Mordtag der Fall war. Ja? Vielleicht kann sich irgendjemand an ihn erinnern. Er lernt mehr Italienisch. Das ist am Gardasee. Haben Sie schon mal irgendjemanden Italienisch sprechen hören? Ach, und am Bahnhof müssten Sie noch mal anrufen, ob das vielleicht ein hell metallikblauer Bus war, in den der Herr Opitz eingestiegen ist, ja? Selbstverständlich, Herr Lind, mache ich. Toll. Woher haben die eigentlich gewusst, dass der Picasso den Koffer reinpasst? Das Bild hätte ja größer sein können. Ja, die Maße von den Gemälden finden Sie in jedem Katalog. Oder Sie können es im Internet nachlesen. Stimmt. Also, wer hat alles von dem Transport gewusst? Auf jeden Fall die Dame vom Museum, die mitgeflogen ist. Quasi beide Museen und das Transportunternehmen. Ihr werdet es nicht glauben. Was werden wir nicht glauben? Ich war doch bei dieser komischen Firma Praxenthaler. Also erstens weiß da überhaupt niemand, wie ein Überseekoffer ausschaut. Und dann hat doch niemand einen Überseekoffer bestellt, weil niemand weiß, wie sowas ausschaut. Und die Unterschrift auf dem Papier vom Obermeier? Das ist auch so eine Geschichte. Der Lagerarbeiter zeichnet einfach ab, was hereinkommt. Jetzt sind es aber täglich so viele Sendungen, dass er das nur palettenweise kontrollieren kann. Und das nicht gescheit, Herr Lind. Verstehe. Danke, Herr Mohr. Ha. Das heißt, unser feiner Herr Obermeier hat den Koffer zwar offiziell dahin geliefert, aber entweder hat er ihn gar nicht erst hingebracht oder gleich wieder mitgenommen. So schaut's aus, Herr Lind. Und die Wohnung von dem feinen Herrn Obermeier, die werden wir jetzt mal durchsuchen lassen. Herr Lind, ich habe jetzt gerade mit diesem Restaurant da am Gardasee telefoniert, diesem Il Mulino. Die haben an dem besagten Tag gar nicht offen gehabt. Ruhetag. In 3 Tagen haben wir die Eröffnungsgala. Es wäre gut, wenn Niki bis dahin beerdigt wäre. Das bringt sonst Unglück. Wann wird seine Leiche denn endlich freigegeben, Herr Lind? Wahrscheinlich noch heute. Wir geben Ihnen Bescheid. Wo finden wir bitte Herrn Szabo? Was wollen Sie denn von ihm? Wenn Sie bitte ganz einfach meine Frage beantworten würden. Da im Zelt. Moritz. Grüß Gott, Herr Radek. Hi. Grüß Gott. Kleinen Moment. Komm her. Okay. Herr Szabo, ich weiß zwar nicht, wo Sie gegessen haben, aber das Restaurant Il Mulino in Limone, das war an jenem Tag geschlossen. Tja. Das ist dann wohl ein geplatztes Alibi. Sie sind vorläufig festgenommen. Hast du was mit der Sache mit mir zu tun? Was spinnst du? So,
Herr Obermeier Hammer, wir haben ihn aufgegriffen, während er seine Pakete ausgetragen hat. Aber du, in der Wohnung ist nichts. Also kaputt, kein nix. Herr Obermeier, da in dem Wagen war er drin, oder? Wer? Der Koffer mit dem Picasso. Ach so, klar, ja, bestimmt, ja. Sie sind mit Mickey in die Slowakei gefahren. Dort ist er in den Koffer gestiegen und Sie haben ihn als Luftfracht aufgegeben. Quatsch! Sie haben dann in München den Koffer in Empfang genommen, um ihn in Rosenheim auszuliefern. Richtig soweit? Ja. Das muss doch ein Schock für Sie gewesen sein, als Sie gesehen haben, dass Mickey tot war. Also bitte, was soll denn der Schmarrn? Ihr glaubt doch nicht, dass ich irgendwas damit zu tun habe. Und Ihnen, Herr Sabo, würde ich raten, beim nächsten Mal besser auf die Halteverbotsschilder vor dem Frachtterminal in Bratislava zu achten. Da kriegt man ganz schnell einen Strafzettel. Und auch wenn Sie den gleich bezahlen, es gibt immer wieder Kollegen, die sich sehr für schöne neue Autos interessieren. Genau. Das war seine Schuld. Das war seine Idee, dass Mickey in den Koffer steigt. Er hat sogar gesagt, das ist überhaupt kein Risiko. Und bei so einem Bild zahlen die Versicherung das Lösegeld sofort, hä? Du blöde Schwein, du! Ja, das mit dem Mickey, das war Pech. Die wollten ihn gerade rauslassen und das Bild rausnehmen, damit ich den leeren Koffer ausliefern kann. Dann liegt er da. Das konnte doch niemand wissen, dass die Maschine kaputt geht und die trotzdem fliegen. Wo ist das Bild jetzt? Im Wagen. Er hat das versteckt. Vollidiot, was soll denn das? Wo genau? Hinter der Abdeckung. Michi. Abführen bitte. Picasso. Ich hab schon einen. Nicht Sattel um auf Kamelzüchter.